Und alle diejenigen, die sagen, wir wollen Klartext hören, wir freuen uns auf die Lieder von Jörg Svoboda, wir wollen einen Helden kennenlernen, einen Arzt, der diesen ganzen Impf- und Corona- und Maskenwahn nicht mitgemacht hat und wie er das durchgestanden hat vor Gericht. Geholfen hat uns dabei, dass ich als gelernte DDR-Bürgerin eine gesunde Skepsis habe gegen alles, wo uns eine Regierung gegen unseren Willen beglücken möchte. Herr Riedel, Sie waren 20 Jahre lang selbstständiger Kinder- und Jugendarzt. Also, jetzt ist das besser hier. Okay, Entschuldigung. Also, Herr Riedel, Sie waren 20 Jahre lang selbstständiger Arzt, dann 10 Jahre lang als Arzt angestellt, aber Ihr Arbeitgeber beendete Ihre Tätigkeit im November 2020 abrupt. Warum? Ich habe öffentlich das Verlassen medizinischer Standards angeprangert. Zum Beispiel die Massentestung gesunder, um viele Corona-Fälle zu erzeugen. Das war politischer Wille. Ebenso wie die Maskerade. Ich habe die Gesundheit von Menschen durch Maskenbefreiungen geschützt. Es gab Proteste von Kollegen und Nachfragen der Polizei an meiner Arbeitsstelle. Dort befand man, ich sei schlecht für den guten Ruf der Praxis, also musste ich gehen. Sie haben eine Hausdurchsuchung erlebt, sind vom Amtsgericht zunächst zu einer Geldstrafe von fast 10.000 Euro verurteilt worden. Dann ging der Fall ans Oberlandesgericht und von dort wurde er zurückverwiesen. Worum ging es in dem Verfahren und wie ging es schließlich aus? Atteste kamen der Polizei in die Hände, dann der Staatsanwaltschaft. Obwohl nichts Falsches drauf stand, wurde mein Tun, das für die Befreiten eine Wohltat war, als Straftat gewertet. Denn freies Atmen war verboten. Ich wurde 3 Jahre lang verfolgt. Eine Hausdurchsuchung verlief durch Gottes Gnade so milde wie ein Hausbesuch. Und es wurde nichts beschlagnahmt. Ich musste vor Gericht. Eine erste Verurteilung wurde aufgehoben und die Sache ans Amtsgericht zurückverwiesen. In der Neuverhandlung, zu der ich ohne Anwalt ging, spürte ich großes Wohlwollen. Es gab zwar mehr als genug Gründe für einen Freispruch, aber der war politisch nicht möglich. Doch derselbe Staatsanwalt, der zuvor die hohe Summe gefordert hatte, plädierte nun auf eine viel niedrigere Geldstrafe, sogar zur Bewährung. Und die Richterin stimmte zu. Als Vorbestraft gelte ich damit nicht. Das erinnert mich an einen Psalm, in dem Gott sagt, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Die ganze Geschichte hat ja sicherlich viel Kraft und Nerven gekostet. Und ich habe schon oft so einen Spruch gehört, hinter einem starken Mann steht eine starke Frau. Wie ist Ihre Meinung dazu? Zunächst, ich fühle mich nicht stark. Oft bekam ich zu hören, ich sei mutig. Aber ich habe mich nur geweigert, das zu unterlassen, was ich tun sollte. Dazu brauchte ich Hilfe. Und damit Gott mich alles allein tun musste, hat er mir eine liebe Frau zur Seite gestellt. Und ich bin froh, dass sie nicht hinter, sondern neben mir steht, darin Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. In der Bedrängnis erlebten wir Gottes Wort praktischer, Jesus näher.
Jetzt habe ich noch eine Frage an Frau Riedl. Was hat Ihnen der, ich schwanke hier zwischen du und sie, was hat dir in dieser bedrängenden, belastenden Zeit Halt und Kraft gegeben? Ja, letztlich habe ich erlebt, dass Gott uns durchgetragen hat. Das war ja eine Zeit sehr widersprüchlicher Empfindungen und Erfahrungen. Am Anfang Verunsicherung, worum geht's, Beklemmung. Dann kam ziemlich schnell Bestürzung und Wut dazu über das, was den Menschen, vor allem den Kindern und Alten angetan wurde. Aber eins hatte ich, muss ich ehrlich sagen, nie Angst. Die gab es nicht. Unser Freund Christian Stockmann hat damals das Lied gesungen, 2020, Sprüch ist niemals ein guter Berater, aber Glaube im Herzen der Berge versetzt. Und das haben wir wirklich so erlebt die ganzen Jahre durch. Es war natürlich eine Zeit vieler Trennungen. Jahrzehntelange Freundschaften sind zerbrochen, ebenso die Beziehung zu Gemeindegeschwistern, zu Kollegen aus unserer Freikirche wurden wir ausgeschlossen, weil wir uns 2020 Karfreitag zum Gottesdienst getroffen haben, obwohl doch die Regierung Gottesdienste verboten hatte. Das führte letztlich dazu, dass wir jetzt keine Gemeinde mehr hatten, dass wir eine Hauskirche angefangen haben und dass wir im Lockdown unser Haus für Menschen geöffnet haben, die einsam waren, verunsichert, die Kontakt suchten zu Gleichgesinnten, die frei atmen konnten. Für Menschen, die frei lachen und atmen wollten, ohne Maske, Abstand und Tests. Damals hat sich dann eine Hausgemeinde bei uns gebildet, zusätzlich etwa zeitgleich eine Gesundheitsgruppe mit inzwischen über 30 Personen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Wir treffen uns nach wie vor regelmäßig und eine davon hat uns vor kurzem nochmal gesagt, wie überlebenswichtig dieser Austausch, diese Ermutigung gegenseitig für sie gewesen ist. Und was ich als besonders schön empfinde, als Geschenk, wir konnten in jedem dieser Jahre auf einer unserer Lieblingsinseln, Kreta oder Lanzarote, fliegen, ohne gespritzt zu sein, ohne Masken. Wenn Gott das will, dann ist das möglich. Dann brauche ich mich nicht spritzen lassen, um reisen zu können. Ein Fazit noch ganz kurz dieser Jahre. Wir haben viele wunderbare Menschen kennengelernt in ganz Deutschland. Wir haben neue Freunde gefunden, tragfähige Beziehungen. Bestehende Freundschaften haben sich vertieft. Unsere Familie ist mehr zusammengerückt, auch unsere Kinder und ihre Eltern noch viel mehr zusammen als vorher. Und im Rückblick kann ich sagen, Gott hat uns da wirklich durchgetragen. Und ich habe immer wieder den Satz gehört, ach, ich möchte das alles wieder wie vor Corona. Dem kann ich gar nicht zustimmen. Ich möchte diese 4 Jahre nicht missen. Wir haben so viel Gutes und Positives erlebt und wir sind sicher, Gott hat uns genau für diese Zeit in diese Zeit hineingestellt. Und wir wollen ihm treu sein und seinen Auftrag ausführen. Herzlichen Dank. Wir kommen zu meiner Frage an Hinterbindung. Wir sind ja ein krisengeplagtes Volk und die German Angst geht ja um die Welt. Und wir haben jetzt also die Migrationskrise und die Corona-Krise und die Klimakrise, wer weiß, was noch alles kommt. Was rätst du uns im Blick auf künftige Krisen? Wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, es wäre jetzt wieder gut, nur weil wir uns ohne Maske und Abstand versammeln dürfen. Das kann sich jederzeit wieder ändern. Die WHO arbeitet daran. Das öffentliche Leben kann wieder eingeschränkt oder unterbunden werden. Wie soll man sich vorbereiten? Es braucht tragfähige Netzwerke, in denen man einander vertraut und hilft. Kleine Gruppen, auch geistliche, die sich nicht verbieten und nicht verbiegen lassen. Und es braucht Freunde, wo man auch hingehen kann und im Notfall bleiben kann. Und überhaupt, lassen wir uns nie wieder Angst machen. Du hast ja einen Stand, an dem du 2 Broschüren weitergibst. Sag uns noch, was ein Leser erwartet. In diesem Heft beschreiben ein Freund und ich
die sogenannte Corona-Impfung und ihre Folgen. In dem kleinen Heftchen geht es um die Überwindung der Folgen. Man findet darin Hinweise zum Umgang mit Infekten und zur Behandlung von Impfnebenwirkungen, unter denen viele leiden. Wenn Sie so jemand sind oder Betroffene kennen, hier steht drin, was man konkret für seine Gesundheit tun kann. Danke. Sylvia und Günter Riegel, herzlichen Dank. Liebe Grüße an die Hausgemeinde Dürzen.